Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über lineare Algebra. Und zuallererst möchte ich all den Menschen danken, die diesen Kanal auf Steady oder PayPal unterstützen. Im Folgenden nun seht ihr eine Fragestunde, genannt Hörsaalübung, die ich im Sommersemester 2020 gehalten habe. Pandemiebedingt habe ich das von zu Hause über Zoom getan und deswegen die Veranstaltung auch aufgenommen. Da die Themen für jeden interessant sein können, der lineare Algebra lernen möchte, gibt es das Video nun auch hier auf YouTube. Viel Spaß damit! Dann willkommen zurück zur linearen Algebra 2. Das ist die vierte Hörsaalübung und wir haben einiges zu besprechen. Und ja, Dennis ist auch wieder da. Hallo zusammen. Und ja, Dennis kümmert sich wieder um den Chat und wird sich einschalten, sobald irgendwas untergeht. Ansonsten versuche ich auch einen Blick drauf zu haben. So, zu Beginn will ich wieder ein paar Themen sammeln. Ich habe schon das Thema vom letzten Mal, was untergegangen ist, hier hingeschrieben. Also wir können gerne nochmal über Skalarprodukte und positiv definierte Matrizen sprechen, wenn ihr es denn wollt. Und was auch kam im Studi-IP war, dass wir Darstellungsmatrizen machen. Ich schreibe das jetzt mal hier unten hin. Ich versuche die Themen so wieder ein bisschen zu sortieren. Ansonsten dürft ihr im Chat Hallo sagen und Themenwünsche äußern. So, ich habe einmal eine Nachricht über Kram Schmidt. Das passt natürlich hier oben hin. Genau, das Skalarprodukt ist da anscheinend. So, ich schreibe das mal hin als Kram Schmidt und als orthogonale Projektion. Das hängt da zusammen. Passt aber, wie ihr seht, zu den Skalarprodukten sehr gut. So, was haben wir noch? Darstellungsmatrix, bitte. Ja, gerne. Machen wir auf jeden Fall. Ist ein schwieriges Thema, ist aber auch wichtig. Oh, die Darstellungsmatrix einer linearen Abbildung, Kram Schmidt. Ja, machen wir. Linearität aus der Anschauung erkennen, machen wir auch gerne. Packen wir vielleicht hier vorne dran. Lineare Abbildung. Nimmt man das Standardskalarprodukt oder das neu definierte? Ja, passt also hier gut dazu. Linearität nachweisen. Ja, ich schreibe es mal hier dazu, als Nachweisen, also ein Beweis dafür. Ausgabe 4 aus Maple, also das muss ein bisschen konkreter sein. Ich habe nicht alle Nummerierungen der Aufgaben im Kopf. Ich meine, Dennis kann das natürlich jetzt gerne nachschauen, aber am besten versucht ihr das Thema direkt zu nennen. Verkettung von inverser lineare und inverse lineare Abbildung, ja, das passt hier auch sehr gut dazu. Ich schreibe es mal hin als Verkettung lineare Abbildung. Okay, Darstellungsmatrix, Aufgabe 4, ja, passt also sehr gut dazu. Differentialoperator, falls er wichtig ist, ja, passt hier zu den Darstellungsmatrizen. Differentialoperator. Es hat ein Beispiel einer linearen Abbildung, also so wichtig wie lineare Abbildung. Ja, das gehört alles hier zu Darstellungsmatrizen. Das ist das wichtige Thema, weil das ist sehr schwierig im Allgemeinen. Ja. Wir werden sehen, wie gut ihr damit klarkommt. Aber jetzt habe ich hier zwei Blöcke, oder kam noch was anderes? Ich glaube, ich habe das meiste gesehen. Sonst schreibt es einfach rein. Und wenn es ganz dringend ist, einfach mit dem Mikro reinschreien. Das höre ich dann sofort. Dann wäre das hier mein Teil 1. Da fangen wir an, weil das ist chronologisch richtig. Und das hier wird unser Teil 2. Also sobald ihr genug wisst über Skalarprodukte und ja, Kram-Schmidt, können wir direkt zu den Darstellungsmatrizen übergehen. So, weitere Fragen? Ich sehe nichts. Dennis, habe ich was vergessen? Ich habe auch nicht mehr gesehen als du. Okay, sehr gut. Monom, Zeilenmatrix, ja. Okay, Monom passt hier zu Darstellungsmatrizen. Also, ja, finde ich gut. Müssen wir auf jeden Fall machen. Okay, ja, dann fangen wir an mit Skalarprodukt, positiv definierten Matrizen und direkt Kram-Schmidt bzw. orthogonale Projektionen. Das ist so ähnlich wie im ersten Semester, deswegen können wir jetzt schauen, was ihr noch wisst und was wir machen müssen und was nicht. Ja, Skript habe ich hier links, das brauchen wir unter Umständen jetzt nicht, aber wenn wir das nachschauen wollen, sagt ihr mir Bescheid, dann kann ich auch direkt auf die Definition im Skript springen. So, dann mache ich jetzt hier meine Mitschrift auf die linke Seite, so wie immer, wenn das funktioniert.
Und wenn ihr irgendwas nicht lesen könnt, bitte direkt schreiben. So, das sieht gut aus, oder? Ist gut. Ja, perfekt. Okay, ja, dann. Skalarprodukt. Ich würde sagen, schreiben wir erstmal die Definition hin, damit das jedem klar ist, über was wir hier sprechen. Und ja, dann seht ihr, warum da positiv definierte Matrizen wichtig sind und so weiter. So, Skalarprodukt. Ja, was brauchen wir? Für ein Skalarprodukt brauchen wir im Prinzip nur eins. Ich muss das hier mal kurz wegklicken. So. Ne, das geht gar nicht. Okay. Dann schreibe ich es jetzt einfach mal hin. So, wir haben hier einen Vektorraum und wir nennen es üblicherweise einen K-Vektorraum. Und das wisst ihr schon, K ist entweder R oder C. Ich schreibe es nochmal hin, weil das führt immer wieder zu Verwirrung. Also das ist ein K. Wenn wir K schreiben, dann machen wir einfach nur eine Allgemeinheit, indem wir nicht festlegen, ob es jetzt ja, die reellen oder die komplexen Zahlen sind. Das heißt nicht, dass es beides gleichzeitig ist, sondern einfach nur, dass in dem Kontext egal ist, was wir betrachten. Meistens ist es aber klar, ob wir R oder C betrachten. Gut, und jetzt ist ein Skalarprodukt nichts anderes als eine Abbildung. Und die schreiben wir mit den spitzen Klammern. Von V kreuz V. So, und jetzt fängt es schon an, das geht nach K. So, also geht entweder in die komplexen Zahlen oder in die reellen Zahlen, abhängig davon, was für einen Vektorraum wir vorliegen haben. So, und dieses K haben wir jetzt öfter gemacht, aber bedeutet einfach nur, mit welchen Zahlen ich skalieren kann. Ja, mehr kann der Vektorraum ja nicht. Ihr könnt nur addieren und skalieren. Und jetzt kommt es darauf an, könnt ihr mit komplexen Zahlen skalieren, was schon sehr abstrakt aussieht, oder ganz normal mit reellen Zahlen, was man sich noch sehr gut vorstellen kann. Ja, das macht hier den Unterschied. Und da landet auch das Skalarprodukt. Gut. So, jetzt frage ich euch, wisst ihr die Eigenschaften? Wir brauchen nämlich drei Eigenschaften im Wesentlichen. Man kann ja auch vier aufschreiben, aber ich bleibe jetzt mal bei drei. Ja, also wer es weiß, darf es gerne in den Chat schreiben. Größer gleich 0 ist fast richtig. Ein bisschen stark, finde ich. Weil was man will, ist etwas konkreter zu fassen. Es soll nicht einfach nur größer gleich 0 sein, sondern es soll größer gleich 0 sein, wenn. Und nur 0, wenn x gleich 0, das ist auch schon sehr gut. Das ist die erste Eigenschaft, die wir meistens positiv definiert nennen, so wie für die Matrizen auch. Und genau, das ist positiv definiert. Und die schreiben wir jetzt erstmal auf. Und zwar richtig, ja. Also nicht, es soll größer gleich 0 sein, sondern es soll größer gleich 0 sein, wenn wir den gleichen Vektor einsetzen. Ja, also irgendein x, dann soll es größer gleich 0 sein. Also wenn wir den gleichen Vektor von v wählen und einsetzen, ja, dann soll es größer gleich 0 sein. Also positiv oder die 0. Wohlgemerkt, wenn hier c steht, heißt das auch, was rauskommt, muss reell sein. Ja, also die Eigenschaft steckt hier drin. Selbst wenn das komplex sein könnte, ist es für den gleichen Vektor immer noch reell. So, für alle x in v. Und die andere Eigenschaft habt ihr schon genannt, das ist sehr gut. Wenn es mal 0 wird, dann wisst ihr, das kann nur der Nullvektor gewesen sein. Ja, das ist die positiv Definitheit. Also ich kürze es ab. Positiv definiert. So, jetzt schaue ich mal, was ihr noch genannt habt. Additivität, Homogenität, Symmetrie. Perfekt. Also wenn ihr das so runterbeten könnt, ist das sehr gut. Das sind die Eigenschaften, die wir brauchen. Man sollte sie nur genau aufschreiben, so wie hier. Wenn man den gleichen Vektor einsetzt, wird es positiv. Oder nicht negativ, um es genau zu sagen. Und homogen und additiv fassen wir als linear zusammen. Auch das werden wir nachher nochmal abstrakt sehen. Aber hier machen wir es jetzt schon mal vornherein. Wir sagen, es ist linear im ersten Argument. So, im ersten Argument heißt, das zweite wird festgehalten. Und dann kommt was Lineares raus. So, und linear heißt dann, ja, die zwei Eigenschaften, additiv und homogen. So, ich schreibe es nochmal auf, weil wir müssen ja die Sachen erstmal sauber da stehen haben, bevor wir da Beispiele mitrechnen können. So, was kommt hier raus? Ja, additiv heißt, ich kann das Plus rausziehen und das Y bleibt einfach hinten dran stehen. Das macht gar nichts, das wird einfach nur mitgenommen. So, das ist additiv im ersten Argument. Ja, das Plus können wir aus dem ersten Argument rausziehen. So. Es ist auch additiv im zweiten, aber das muss man nicht fordern.
Ja, aber das folgt aus der Symmetrie, die ihr schon genannt habt. Von daher alles gut. Das Problem ist nur, wenn wir in den komplexen Zahlen rechnen, ist es nicht ganz linear im zweiten. Aber da, auch das sehen wir jetzt gleich. Also, additiv haben wir hier. Das ist homogen. Wir skalieren den Vektor. Ja, ich nenne es jetzt Lambda. Oft nennen wir es auch Alpha, aber damit kommt ihr klar. Skalierungsfaktor. Also, das ist jetzt ein Element aus K. So, und dann können wir den rausziehen. Okay, auch nicht so schwer. Habt ihr wahrscheinlich auch schon öfter gesehen. So, ich bringe das nochmal rüber. Und scroll hier hoch. So, die Symmetrie. Ja. Symmetrie ist das nicht so ganz richtig, weil symmetrisch würden wir es nennen, wenn es in R passiert. Also für den Fall K gleich R. Wie nennen wir es, wenn es für den Fall K gleich C, also für die komplexen Zahlen ist? Hermitisch. Wunderbar. Also hermitisch ist genau der richtige Begriff. Im Prinzip das Gleiche, es kommt nur eine komplexe Konjugation rein. Also schon mal sehr gut, wenn ihr das beherrscht, dann könnt ihr mit dem Skalarprodukt rechnen. So. Also wir vertauschen die zwei Elemente und dann kommt wieder das Gleiche raus. Das würden wir symmetrisch nennen. Das passiert auch, wenn wir in den reellen Zahlen sind. Wenn wir in den komplexen sind, kommt eine komplexe Konjugation drüber. Und weil, naja, die in den reellen Zahlen nichts machen würde, fasst man beide Eigenschaften einfach zusammen unter dieser. Ja, ist nicht ganz korrekt, wenn wir in R rechnen, dann gibt es diesen Strich gar nicht. Dann müsste man einfach das hinschreiben, wie es vorher da stand, aber im Prinzip versteht das jeder. Von daher kann man das so machen. Gut, so, das ist die Definition. Die fasst die Eigenschaften zusammen, die wir auch schon im ersten Semester von einem Skalarprodukt gelernt haben. Und jetzt seht ihr, naja, so wie wir andere Eigenschaften abstrakt übertragen haben, haben wir es jetzt auch mit dem Skalarprodukt gemacht. Ja, also wir haben jetzt ein abstraktes Skalarprodukt und das macht genau das, was es auch im ersten Semester gemacht hat. Es misst Längen und Winkel. Nur jetzt wissen wir nicht, was die Länge und Winkel unter Umständen bedeuten, aber jetzt haben wir die Begriffe Länge und Winkel auch im abstrakten Rahmen. Ja, also stellt euch wieder einen komplizierten Vektorraum vor, von mir aus wieder mit Polynomen. Wenn ihr ein Skalarprodukt habt, also die Eigenschaften sind erfüllt, dann wisst ihr jetzt plötzlich auch, was die Länge des Polynoms ist, was der Winkel zwischen zwei Polynomen ist und so weiter. Also wir können rechnen wie früher, nur jetzt auch in komplizierteren Vektorräumen. Das ist, was ein Skalarprodukt macht. Ja, es definiert euch Längen und Winkel, aber auf neue Art unter Umständen. So, da können wir gleich drauf eingehen. Ich würde jetzt erstmal ein Beispiel machen und dafür brauchen wir jetzt auch diese positiv definierten Matrizen. So, wisst ihr das? Oder sollen wir die Definition nochmal ordentlich hinschreiben? Also wann heißt A als Matrix in C? Oder von mir aus auch in K, n kreuz n, aber allgemein kann man sowieso C hier hinschreiben, da gibt es jetzt kein Problem. Na, also da kommt erstmal nichts, dann schreibe ich es mal ordentlich hin. Also wir haben eine Matrix, die allgemein komplexwertige Einträge hat. Majordeterminanten, ja, sind die Minoranten, aber das ist nicht die Definition. Das ist natürlich, was wir überprüfen werden. Die Definition ist einfacher sogar und sagt genau das, was man will. Also positiv definiert, jetzt für Matrizen. Also für Matrizen bedeutet es was anderes als für das Skalarprodukt. Ja, aber es ist natürlich verwandt, das seht ihr jetzt auch. So. Ich fasse das hier in die Definition zusammen, weil das ist das Erste, was man überprüfen kann. Die Matrix muss auch hermitisch sein. Also A Stern muss A sein. Wenn das nicht erfüllt ist, dann kann sie nicht positiv definiert sein. Das heißt, das ist das Erste, was ihr überprüfen könnt. Und was gleichzeitig noch gelten muss, ist, und jetzt mache ich diese zwei, ja, Spitzenklammern und von den Hauptminoren größer 0 sind. Ja, das ist nicht die Definition. Das ist gut, weil so kann man es ausrechnen, aber ist erstmal nicht die Definition. So, und dann in der Definition steht nämlich einfach nur, wenn wir das Skalarprodukt von a x mit x berechnen, also sozusagen, ja, wir berechnen verallgemeinerte Elemente der Matrix, ja, also wenn ihr hier Einheitsvektoren einsetzt, dann kommt natürlich genau der Eintrag raus, den ihr raus haben wollt, aber jetzt mixen wir die auch noch beliebig. Und das heißt, wenn das hier größer 0 ist, genau. Und zwar für alle x. Und naja, wir können es auch wieder
Wir können es auch wieder aufspalten, so wie eben. Das ist größer gleich 0 für alle x in Cn. So, größer gleich 0. So, ihr seht noch alles. Ansonsten sagt Bescheid. Für alle x in Cn und. Ja, schreibe ich auch nochmal ein und hin. Und es ist gleich 0. Nur für den Nullvektor. Also wenn das hier gilt, gleich 0, ja, dann muss es der Nullvektor gewesen sein. So, damit sieht es genauso aus wie vorhin. Also wenn ich jetzt hier nochmal links schaue, positiv definiert war, ah, es ist für alle größer gleich 0, aber wenn es 0 wird, dann ist es nur der Nullvektor. So, das nennen wir positiv definiert für die Matrix A. So, jetzt ist es vielleicht eben etwas untergegangen, ich will es nochmal betonen. Das hier mit den zwei Spitzenklammern ist das Standardskalarprodukt, so wie wir es im ersten Semester kennengelernt haben. Jetzt heißt es Standardskalarprodukt, weil wir ganz viele Skalarprodukte haben können, die unterschiedliche Begriffe für Längen und Winkel definieren. Das Standardskalarprodukt definiert es für, von mir aus, für R3 in eurem Anschauungsraum. Also da könnt ihr die Winkel und die Längen genauso abbilden wie immer schon. Aber wenn wir es verallgemeinern wollen, brauchen wir unter Umständen ein neues Skalarprodukt. So, wenn wir zurückgehen auf das normale, das Standardskalarprodukt, dann nehmen wir jetzt einfach die zwei Spitzenklammern, um das klar festzulegen. Ja, also das macht nicht jeder so, aber im Skript wird es durchgängig so gemacht. Deswegen machen wir es in den Aufgaben und hier auch so. So, ich bringe das hier nochmal rüber. Und schaue, dass alles drauf ist, was wir brauchen. So, ja, Standardskalarprodukt, würde ich sagen. Okay, das ist alles links, das heißt, ich kann jetzt hier schön nach oben scrollen. Und ja, ich kann es nochmal betonen, wir wollen das Standardskalarprodukt mit diesen doppelten Spitzenklammern bezeichnen. Das heißt, das ist nichts anderes als Kurzschreibweise für erste Komponente mal die zweite, plus und so weiter. Aber komplex konjugiert in der zweiten, wenn wir in C rechnen. Ja, das ist der einzige Unterschied, den es zu den komplexen Zahlen hier gibt. Was sich damit erklärt, weil wir diese hermitische Eigenschaft wollen. Also muss eine komplexe Konjugation rein. Ja, das passt dann mit allem zusammen, was wir auch schon in den komplexen Zahlen mit Winkeln und Längen kennen. Deswegen brauchen wir das auch hier. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht so genau ein. Erstmal müsst ihr wissen, das ist die Definition. Und ich sage jetzt mal, siehe LA1. Also da haben wir lange darüber gesprochen und da habe ich euch auch schon gesagt, dass wir das alles verallgemeinern werden. Und deswegen ist es jetzt schon gut daran, darüber zu denken, was ein Skalarprodukt eigentlich macht. Es gibt dem Raum mehr Struktur. Ja, während wir vorher, wie ich schon gesagt, nur addieren und skalieren konnten, können wir jetzt auch noch Winkel und Längen dazu messen, die es vorher gar nicht gab. Okay, so, soll ich sagen, wie das jetzt zusammenhängt? Ja, ich mache mal als Merksatz. Wenn wir eine positiv definierte Matrix haben, dann können wir ein Skalarprodukt definieren. Und das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Wir wollen ja neue Längen, neue Winkel messen. Und eine Matrix macht ja nichts anderes als skalieren und drehen. So, eine positiv definierte Matrix ist ja so schön, dass sie dreht und skaliert, sodass alles noch, ja, wohl definierte Winkel und Längen bleiben. Und deswegen hat man jetzt verzerrte Längen und Winkel. Ja, also bekommt ein neues Skalarprodukt. Also xy definiert über diese Matrix im Sinne von, naja, drehe und skaliere doch den ersten Vektor und dann schaue, wie dann der Winkel aussieht zu dem zweiten. Dann hat man ein neues Skalarprodukt. Ja, dann definiert das da ein neues Skalarprodukt. Okay, also neue Winkel, neue Längen. So, okay, jetzt habe ich viele Definitionen hingeschrieben. Ich würde ein Beispiel machen, es sei denn, es ist jetzt so klar, dass ihr gar kein Beispiel braucht. Also, will jemand ein Beispiel sehen? Okay, also manche wollen es nicht sehen, weil es vielleicht schon so klar ist und sie lieber die Darstellungsmatrizen sehen wollen, aber wir kommen dazu, keine Sorge.
Okay, also die Mehrheit will es sehen, deswegen mache ich es auch. So. Also ich schreibe jetzt mal eine Matrix hin und ihr sagt mir, ob sie positiv definiert ist. Das machen wir mit einer Umfrage. Also ich hoffe, ihr könnt die Umfrage sehen. Und jetzt könnt ihr mir mitteilen, ob ihr es direkt seht oder ob ihr es nicht direkt seht. Okay, sehr gut. Also die meisten sehen es direkt und auch richtig. Ja, die ist positiv definiert. Sehr gut. Das heißt, falls die meisten gesehen haben, brauchen wir das nicht nachzurechnen, das kriegt ihr hin. Aber ich frage gerne nochmal, sollen wir das nochmal rechnen oder ist das jetzt wirklich klar? Okay, sehr gut. Also, den meisten ist es klar. Für die, die es jetzt rechnen wollen, vertröste ich die auf die kleinen Übungen. Dort könnt ihr das gerne nochmal ausgiebig vorrechnen. So, naja. Sie ist positiv definiert. Das heißt, wir können ein neues Skalarprodukt definieren. Und jetzt ist die Frage, was ist die Länge von dem Vektor hier? Auch das können wir mal als Pol machen. Länge von x. Ja, könnt ihr es mal kurz nachrechnen und dann sagt er mir Bescheid. Okay, das sieht so aus, hätten die meisten es berechnet. Ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt seht. Ja, könnt ihr mal sagen, ob ihr es seht. Ich sehe das. Okay, sehr gut. So, die meisten sagen Wurzel 2, ein paar sagen keine Ahnung, andere sagen Wurzel 6. Und weil niemand was dazwischen sagt, finde ich das schon mal sehr gut. Also die meisten haben verstanden, was hier die Frage war. Länge von x muss immer in Bezug auf irgendwas gesetzt werden. Und wenn wir ein Skalarprodukt haben, haben wir auch eine Länge. Deswegen Länge hat eine Bedeutung. Und jetzt die Frage, naja, wie messen wir die Länge in R2? Wir können es im Standardskalarprodukt messen, wie immer. Dann ist die Länge Wurzel 2. So. Ganz einfach, 1 plus 1 und dann kommt 2 raus. So, die Wurzel von dem Skalarprodukt ist die Länge. So haben wir es gelernt mit dem Standardskalarprodukt. So gilt es auch für ein allgemeines Skalarprodukt. Schreibe ich aber gerne gleich nochmal auf. Ja, das heißt, das ist die Länge bezüglich des Standardskalarprodukts. Ich schreibe es jetzt einfach mal hin. Länge ist gleich Wurzel 2. Aber bezüglich Standardskalarprodukt. Das muss jetzt immer dazu. Sobald er Länge schreibt oder Winkel, das soll ich vielleicht ordentlich schreiben. Standard Skalarprodukt. Sobald er Längen oder Winkel aufschreibt, müsst ihr immer bezüglich was für ein Skalarprodukt. Wenn das Skalarprodukt so klar ist, dann braucht man es natürlich nicht. Aber in allen Maple-Aufgaben ist immer klar gesagt, bezüglich welchem Skalarprodukt. Und das solltet ihr in der Klausur auch so aufschreiben. Sobald ihr was von Längen und Winkeln redet, sagt bezüglich welchem Skalarprodukt, damit es auch klar ist. Okay. So, jetzt machen wir mal die Länge bezüglich des neuen Skalarprodukts. So, und das neue Skalarprodukt ist jetzt so definiert, wie ich es angekündigt habe. Wir können mit so einer positiv definierten Matrix ein neues Skalarprodukt definieren. Alle Eigenschaften sind dann erfüllt. Die müssen wir nicht überprüfen, das kann man einmal allgemein machen. Nicht bezüglich A, sondern bezüglich des neuen Skalarprodukts. Die Wurzel bei der 2 vergessen. Die Wurzel habe ich hingeschrieben. Also hier steht die Länge, aber hier steht ja,
Das Standard-Skalarprodukt, ja. Also die 1 mal 1 plus 1 mal 1. Also da kommt keine Wurzel hin. Die Wurzel ziehen wir erst, wenn wir die Länge berechnen wollen. Okay. So, Länge bezüglich dem neuen Skalarprodukt. So, und das machen wir jetzt mal. Also ich schreibe es jetzt ordentlich hin. Das wäre die Länge bezüglich des neuen Skalarprodukts x mit x. Aber das heißt ax mit x. Das heißt aber, naja, 1, 1 darauf angewendet, bedeutet 3, 3. Ja, und da steht 1, 1. Und dann kommt was raus? Naja, jetzt wieder das Standardskalarprodukt, also da kommt 6 raus. Also die neue Länge, oder Länge bezüglich diesem Skalarproduktes, ist gleich Wurzel 6. So. Wie kann man sich das vorstellen? In R2 kann man sich es gut vorstellen. Man kann nämlich sehen, was die Matrix A macht. Und mit dem Vektor 1, 1 zum Beispiel macht sie jetzt Folgendes. Ja, sie multipliziert ihn mit 3. Sie streckt ihn mit 3. Was bedeutet, dass die Länge sich ändert? Der Vektor wird länger. Ja, also in die Richtung von 1, 1 wird die Länge, wird der Vektor gestreckt. Das heißt, die Länge des Vektors, wenn wir ihn bezüglich diesem Skalarproduktes messen, wird länger. So, also das erstmal als kurzes Beispiel. Und naja, was passiert? Ihr habt einen Raum und der wird jetzt halt verzerrt bezüglich dieser Matrix, deswegen werden die Längen anders. Und das ist, ja, vielleicht schreibe ich es mal hin als Merksatz. Ein Skalarprodukt gibt euch die Geometrie. So, wenn der Raum schon eine hat, wie der R2, dann ist das vielleicht nicht so ganz klar, aber ich habe es ja gerade erklärt, der Raum wird halt verzerrt durch die Matrix und deswegen ändern sich Längen und Winkel, also ändert sich die Geometrie. Wenn es keine Geometrie gab, wie zum Beispiel auf diesem Polynomraum, der so abstrakt ist, dann gibt es jetzt plötzlich einen, indem wir sagen, wir haben ein Skalarprodukt und jetzt haben wir eine Geometrie. Jetzt ergibt es Sinn zu sagen, wie lang Wege sind und was Winkel sind. Ohne Skalarprodukt ergibt es keinen Sinn. Der Streckfaktor der Determinant von A entspricht. Ja, das ist in dem Fall Zufall. Ja, also ihr wisst schon, was die Determinante macht. Die misst Volumen. Ja, also da gibt es der Streckfaktor wäre, wenn wir jetzt ein Volumen messen wollen. Hier nur eine Länge kann natürlich vieles passieren. Je nachdem, in welche Richtung man schaut. Ja, in eine Richtung wird gestaucht, in eine wird gestreckt, dann ist klar. Es wird nicht in alle Richtungen gestreckt, sonst wäre es ziemlich langweilig. Das geht natürlich auch. Also wenn ihr die Einheitsmatrix nehmt, oder Dreien auf der Diagonalen, dann wisst ihr, okay, alle Richtungen werden mit 3 gestreckt. Da passiert nicht mehr. Ja, das wäre ein langweiliger Fall, aber geht natürlich auch. Okay, so, jetzt passend zu neuen Skalarprodukten passt jetzt nun der Begriff orthogonale Projektion und Gram-Schmidt. Ich schreibe es einfach mal hin. Wir machen jetzt orthogonale Projektion, weil das ist ein Thema, was sich gewünscht wurde. Und jetzt kann ich nochmal fragen, wie ausführlich wir es wirklich machen sollen. So, das schiebe ich mal wieder hier rüber. So. Und ja, ich hoffe, man sieht noch alles. Ja. So, dass alles angesprochen wurde. Ja, okay. Wenn wir alles ansprechen, dann machen wir vielleicht noch vorher ein anderes Beispiel, dass wir noch ein abstraktes Skalarprodukt haben. Indem wir dann auch orthogonal projizieren. Ne? Also von daher ausführlich. Okay. Ja, also ihr müsst mir nicht privat schreiben. Ihr könnt ruhig in den Chat schreiben. Der wird nicht aufgenommen. So. Minus Pi bis Pi. Das sind die stetigen Funktionen auf dem Intervall minus Pi bis Pi. Und das Skalarprodukt können wir jetzt definieren. So, wie gesagt, das ist ein abstrakter Vektorraum, wo die Elemente, die Vektoren, Funktionen sind. Ja, also das ist nicht so einfach, aber wenn man es einmal durchschaut hat, ergibt Sinn, denn die Struktur ist die gleiche. Wir wissen, wie wir Funktionen addieren können und wir wissen, wie wir sie skalieren können. Und mehr brauchen wir für den Vektorraum nicht. Ja, aber wohlgemerkt, wir haben keine Geometrie. Geometrie gibt es jetzt erst, wenn wir ein Skalarprodukt drauf definieren. Und eine Möglichkeit ist zu sagen, integriere doch von minus Pi bis Pi.
Ja, also von linker Grenze bis rechter Grenze. Pi habe ich jetzt gewählt, weil das ganz schön passt zu den Funktionen, die ich euch abfragen will. Und soll das vor der Ecke in Klammern das C? Nee, das ist die stetige Funktion. Ich schreibe es nochmal hin. Also gute Frage. Gerne fragen, wenn das nicht klar ist. Stetige Funktion. Also das C ist continuous. Das ist eine übliche Notation, die man verwendet. Einfach die stetigen Funktionen auf einem Intervall. Es gibt ziemlich viele und deswegen fassen wir die in eine Menge zusammen. Ja, sagen wir mal, es ist jetzt ein reeller Vektorraum. Ja, also die stetigen Funktionen f von minus pi bis pi nach r. Ja, wir könnten auch komplexwertige Sachen zulassen, aber bleiben wir mal auf r. Gut, ich gebe euch zwei Funktionen, ihr sagt mir, was rauskommt im Skalarprodukt. Sinus ist eine Funktion, die ist stetig auf minus pi bis pi definiert und das andere ist der Kosinus. Okay, was kommt heraus? Okay, also 2 sagen schon mal 0. Ihr müsst halt ein Integral lösen. Das habt ihr hoffentlich gelernt in der Analysis. Und das könnt ihr hier nochmal ausprobieren. Und was ihr herausfindet ist, naja, es ist gar nicht so schwierig, das zu lösen. Ja, von mir aus eine Substitution, was ihr gerne machen wollt. Was steht da? 0,1 gleich 0? Das kannst du gerne nochmal erklären. Aber 0 ist das. Sinuskurs ist ungerade, ja. Perfekt, das reicht natürlich auch. Ungerade Funktion auf dem symmetrischen Intervall um die 0 ergibt 0. Sehr gut. Also finde ich schon mal super, wenn ihr das hinkriegt. Was ist die Interpretation nun? Wie groß ist der Winkel zwischen Sinus und Cosinus? Ah, perfekt, genau. 90 Grad. Ohne Temperatur bitte. So. Ja. Also das kannten wir vorher noch nicht. Ja, wir hatten Funktionen, wir konnten mit denen rechnen, aber dass die plötzlich irgendwie einen Raum haben mit Winkeln, das war uns nicht klar. Und ergibt auch nur Sinn, sobald wir ein Skalarprodukt definieren. Jetzt können wir sagen, die stehen orthogonal zueinander. Die schauen genau in unterschiedliche Richtungen. Weil wenn wirklich ein Skalarprodukt haben. Also das kann helfen, je nachdem, welche Probleme man löst. Darauf kommen wir, also ihr kommt auf eurem Studium auf jeden Fall darauf zurück. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in der Vorlesung noch schaffen. Okay, dann ein anderes Skalarprodukt. Sinus mit Sinus. Was die Länge des Sinus zum Quadrat ist. Okay, vielleicht machen wir da mal so einen Pol. Da könnt ihr ein bisschen überlegen, nachdenken, rechnen. Und dann sagt ihr mir, was rauskommt. Das stand als Tipp in einer Welbeaufgabe, sehr gut. Ihr müsst es aber auch ausrechnen können, nicht unbedingt jetzt in der linearen Algebra, aber auf jeden Fall in der Analysis. Und von daher wäre es auch gut, wenn ihr es hier könnt. Okay. Also ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, wenn ihr es jetzt wirklich rechnen wollt. Aber ich zeige euch gleich mal, wie das Voting ausgegangen ist. Okay, also wenn ihr keine Ahnung habt, wie ihr es rechnen wollt, dann dauert es natürlich. Aber es ist eine Aufgabe, die ihr auf jeden Fall mal lösen sollt. Ich zeige euch jetzt mal die Ergebnisse. So. Ja. Ihr seht, 39% haben Pi gewählt und Pi ist auch richtig. Von daher der größte Ausschlag
gab es bei der richtigen Lösung. So. Ein paar haben 0 gewählt. Das ist tatsächlich der zweite Fall. Vielleicht kann das jemand direkt im Chat sagen. Warum kann nicht 0 rauskommen? Egal, was da jetzt für ein Integral steht. Warum kann nicht 0 rauskommen, wenn wir wissen, dass das hier ein Skalarprodukt ist? Also kann man jetzt nachrechnen, aber wir wissen, das ist ein Skalarprodukt. Ja, positiv definiert ist genau das richtige Argument. Es müsste der Nullvektor sonst sein, wenn 0 rauskommt. Ja, kann nicht orthogonal auf sich selbst stehen, so kann man die positiv definiert auch verstehen, genau. Es müsste der Nullvektor sein und wir wissen, der Sinus ist eine schöne Funktion, die aber nicht die Nullfunktion ist. Ja, wohlgemerkt, Nullvektor heißt die Nullfunktion in diesem Raum. Ja, und der Sinus ist nicht die Nullfunktion, das wäre auch ein bisschen langweilig. Okay, wisst ihr, wie das rechnet? Können wir auch zusammen mal ausrechnen, wenn ihr wollt. Ja, also wenn ihr es noch nie gesehen habt, es geht jetzt ein bisschen vom Thema weg. Von daher mache ich es vielleicht mal als grün als Zusatz hier rein. Minus Pi bis Pi. Sinus Quadrat. Ja, vielleicht schreibe ich es mal ordentlich hin. Sinus x und das Ganze zum Quadrat. Ja, Sinus mal Sinus. Dx. So, was macht man? Na, vielleicht schreibe ich es noch ein bisschen anders auf, so wie es eigentlich in Skalarprodukt eingesetzt wird. Dann sieht man es vielleicht besser. Aufleiten sagt mir gar nichts. Was soll das heißen? Ja, gut. Was ist denn die Stammfunktion? Minus Cosinus. Ne, das ist die Stammfunktion vom Sinus. Das ist aber Sinus mal Sinus. Und 1 minus Cosinus Quadrat ist Sinus Quadrat, ja? Hilft uns das? Also hilft uns auf jeden Fall, nur noch nicht jetzt. Partielle Integration ist auf jeden Fall, was man probieren sollte. Ja, man hat hier eine Funktion, nennen wir die von mir als U, hier nennen wir die V-Strich. Dann wisst ihr, dass U-Strich eben gerade der Cosinus ist und V ist minus Cosinus. Ja, das habt ihr mir schon gesagt. So, partielle Integration. Taschenrechner weiß ich nicht. Kannst wahrscheinlich, aber es geht ja hier darum, dass ihr rechnen könnt. Also, dass ihr es dann lernt. Denke ich zumindest. Also, was machen wir? Wir machen U mal V. Das ist der Sinus. Ja, kann man so ausdrücken. Nur das hilft uns ja nicht, wenn ihr nicht wisst, wie man darauf kommt. Sinus. Wo war ich jetzt? Mal V, also hier steht minus Sinus x Cosinus. Das sollte stimmen. So, da setzen wir Pi ein und minus Pi. Und dann ziehen wir ab. Das multipliziert, das heißt, das ist plus Cosinus Quadrat. Kurz geschrieben so. Das ist partielle Integration. Und das müsst ihr können. Das fragen wir zwar nicht in der linearen Algebra ab, aber das müsst ihr gelernt haben in eurer Mathematikausbildung. So. Partielle Integration, das hier ist 0. Ja, das könnt ihr überlegen, warum das 0 ist. Du hast noch nie partielle Integration gesehen. Das ist sehr schade. Also bitte, ja, mach das für deine Abendunterhaltung heute. Partielle Integration lernen. So, und das hier ist der Cosinus Quadrat, den kann man ersetzen mit 1 minus Sinus Quadrat. Und partielle Integration, das habt ihr noch nicht gemacht. Ja, also bitte so schnell wie möglich lernen. So, das ist 0, das ist 1 minus Sinus Quadrat, das heißt, wir können ein Sinus Quadrat auf die andere Seite bringen und dann sieht man schon, hier hat man 2 Pi als Integral. Also, ich schreibe es mal hin. Daraus folgt 2 mal Integral vom Sinus Quadrat ist gleich 2 Pi. Die 2 kürzen wir auf beiden Seiten und dann steht da das Pi. So, das reicht auch. Ich will jetzt nicht noch weiter darauf eingehen, weil sonst verlieren wir zu viel Zeit.
Und ihr habt mir ja schon gesagt, ihr wollt die Darstellungsmatrizen sehen. Und da müssen wir auf jeden Fall hinkommen. So. Okay. Das ist die Länge vom Sinus, ist jetzt was? Wenn ihr mir das noch sagt, dann können wir weitermachen. Wurzel von Pi. Ja, die Länge von dem Ding hier. Ja, so, die Länge vom Sinus ist Wurzel von Pi, weil wir die Länge messen durch die Wurzel vom Skalarprodukt. Also, Länge ist definiert als Wurzel von dem gleichen Vektor in Skalarprodukt eingesetzt. So, um das jetzt noch abzuschließen, das kann man auch noch verallgemeinern. Wenn man keine Winkel messen will, sondern nur Längen, dann bietet sich ein anderer Begriff an, der auch die Länge verallgemeinert. Also ihr seht das hier. Das ist alles eine Verallgemeinerung von Sachen, die wir schon im letzten Semester gemacht haben. Und das ist, was man eine Norm nennt. Ja, und das, was wir früher Norm genannt haben, ist dann die Standardnorm oder die Euklidsche Norm. Also ein Spezialfall von dem allgemeinen Begriff, den ich jetzt auch noch kurz aufschreiben will. So, Norm hat diese zwei Striche, links und rechts. Man setzt den Vektor ein und heißt nun, na, das ist eine Abbildung von dem abstrakten Vektorraum V in die reellen Zahlen. Wohlgemerkt, selbst für einen komplexen Vektorraum bilden wir hier in die reellen Zahlen ab. Das nicht vergessen. Es kommt auf jeden Fall was Reelles raus. Wir wissen sogar noch mehr. Wir haben wieder eine Positivdefinitheit. Ja, also wir wissen wieder, es kommt sogar was Positives raus, weil wir ja Längen messen. Ja, wenn wir Längen messen wollen, dann muss da eine positive Zahl rauskommen. Ja, also die soll die Länge messen. Also größer gleich 0 für alle x. Für alle x in v. Und zweite Eigenschaft, wenn es die Länge 0 misst, dann kann es nur der Nullvektor gewesen sein. Ja, ihr seht, das hier wiederholt sich überall. Das ist genau, was wir immer positiv definiert nennen. So, ja, die zweite Eigenschaft. Versuche das jetzt etwas schneller zu machen. Ist nicht die Homogenität. Das ist nämlich nicht ganz richtig. Das ist so eine absolute oder positive Homogenität. Es passt. Wir können den Faktor Alpha rausziehen, aber der kommt mit dem Betrag raus. Ja, der kommt mit dem Betrag raus. Ja, die Frage mit dem Integral, ich übergehe die jetzt mal, weil das kostet jetzt zu viel Zeit. Ich kann gerne am Ende nochmal erklären, wie das mit dem Integral lief. Und die Dreiecksungleichung. Ja, danke. Das ist die dritte Eigenschaft. Das heißt aber nichts anderes als, wenn wir einen Umweg gehen, x plus y, ist der direkte Weg auf den Vektor. Ja, kannst du nochmal hinzeichnen. Das ist der eine Vektor. Das ist jetzt der andere Vektor. Und x plus y ist halt die Summe. Ja. So, klar. Wenn ich jetzt den Umweg gehe, erst x, dann y, dann ist natürlich der Umweg länger. Und das ist, was eine Länge erfüllen muss. Ansonsten kann es kein guter Längenbegriff sein. Ja, also das sind Eigenschaften, die wir erfüllen müssen, um überhaupt ordentlich zu rechnen. Aber das sind alle, die wir brauchen, stellt sich heraus. Und das nennen wir Dreiecksungleichung. So, das hier gilt natürlich auch für alle Alpha in K und alle x in V natürlich. Aber so lesen wir die Gleichung immer. Ja, für alle. Das hier gilt auch für alle x, y. Okay. Also Abstraktion vom Längenbegriff. Es gibt verschiedene Normen. Je nach Problem ist es vielleicht hilfreich, die Norm oder die Norm zu verwenden, einfach weil wir verschiedene Probleme löst und deswegen unterschiedliche Längenbegriffe braucht. Also es ist nicht einfach nur, weil wir Mathematiker sind und gerne es allgemein hinschreiben, sondern verschiedene Probleme erfordern verschiedene, ja, Normen, um das Problem zu lösen. Und wie gesagt, Norm heißt, wir messen keine Winkel, sonst könnte man ein Skalarprodukt nehmen, weil da ist die Länge immer mit drin. Aber wenn wir keine Winkel messen wollen oder nicht können, je nachdem, wie allgemein wir rechnen wollen, dann brauchen wir so eine Norm. So, gut. Wie gesagt, das war jetzt nicht so das Thema, ich wollte es nur nochmal genannt haben. Wir machen ein kurzes Beispiel und dann gehen wir zu der orthogonalen Projektion. Nehmen wir mal einen Anschauungsraum, den ihr kennt, nehmen wir mal R3. So, dann gibt es einen Längenbegriff, den ihr kennt, mit der Standardnorm, den nehmen wir nicht, wir nehmen mal einen anderen, den ihr auch schon in der Vorlesung gesehen habt. Und der funktioniert auf folgende Art und Weise. Wir schreiben ein Unendlichzeichen hin. Und jetzt die Frage an euch:
Habt ihr es schon mal gesehen und wie ist es definiert? Genau. Maximalwert von den Einträgen, aber unendlich enormes Maximalbetrag, genau, im Betrag gemessen. Also es könnten komplexe Zahlen sein, aber hier sind es natürlich reelle, aber die könnten natürlich dann negativ sein. Das heißt, der Betrag ist wichtig, damit man überhaupt ja, die Längenmessung vornehmen kann. So, das ist also die unendliche Norm. Man sagt einfach, okay, welcher ist der größte Wert? Da seht ihr schon, das ist eine andere Längenmessung. Uns interessiert einfach nur, was der größte Ausschlag war. Und nicht, ja, wir addieren alle zum Quadrat zusammen und dann die Wurzel, so wie wir es im euklidischen Anschauungsraum machen würden, sondern einfach nur der größte Ausschlag gibt uns unsere Länge an. Okay, ich lese mal kurz, wenn ich Zeit dazu habe. Und Umweg. Okay, ja, das ist Darstellungsmatrizen, kommt nach dem Thema hier direkt dran. Keine Sorge. Schaffen wir auch. Okay, gut. Das reicht eigentlich für Normen, würde ich sagen. Es sei denn, ihr habt noch andere Fragen dazu. Dann fragt mich direkt. Aber erstmal fand ich es jetzt wichtig, dass wir die Definition nochmal hinschreiben, dass ihr, also ihr seht, naja, auch die Länge kann man verallgemeinern. Und es gibt auch eine, die keine Winkel misst. Ja. Die 1-Norm können wir auch noch hinschreiben, wenn ihr wollt. Also, das wäre auch eine neue. So, da steht eine 1 dran. Die sagt nun. Naja, hier haben wir den größten Ausschlag genommen. Die 1-Norm sagt jetzt einfach, naja, nimm alle Ausschläge und addier sie. Das ist die 1-Norm. Einfach die addieren. Das ergibt Sinn jetzt, wenn man, ja, das kennt ihr vielleicht, wenn man auf so einem, in so einer Blockstadt, also von mir aus, ihr seid in Manhattan und wollt von einem Punkt zum anderen. Dann ist die Norm genau die Länge misst. Ja? Weil wenn ihr hier steht an der Straße und ihr wollt euren Freund hier besuchen, dann könnt ihr nicht durch die Häuser laufen. Das heißt, die Länge ist nicht die Strecke hier, ja, sondern die Länge ist, na, ihr müsst darüber gehen, ihr müsst darüber gehen und darüber. Ihr könnt auch so gehen, das macht keinen Unterschied. Aber ihr seht, ihr müsst den Ausschlag in die eine Richtung plus den Ausschlag in die andere Richtung addieren, um die Länge zu erhalten. Ja, deswegen, das löst das Problem hier. Die Länge ist der Weg, den ihr braucht und nicht die Sichtlänge. Ja, also hier erkennt ihr schon, dass selbst im R2 unterschiedliche Längenbegriffe ihre Bedeutung haben, je nach Problem, was man lösen will. Das sind also unsere Mittel, die wir haben. Und wohlgemerkt, wenn wir keine Winkel messen wollen, nehmen wir eine Norm. Wenn wir beides messen wollen, dann nehmen wir ein Skalarprodukt. Und das Skalarprodukt hat die Länge schon drin, indem wir halt die Wurzel von dem Skalarprodukt vom gleichen Element nehmen. Ja. Okay, andere Fragen? Okay, ich sehe keine Fragen, aber tippt ruhig rein. So. Ja, orthogonale Projektion. Das wäre jetzt das nächste, was ich machen will. Vielleicht sagt ihr mir, was ihr genau sehen wollt. Ansonsten fange ich einfach mal an, ein bisschen was dazu zu erzählen. Oh, sehr gute Frage. Ja, unendliche Norm oder auch die 1-Norm hat kein Skalarprodukt. Ja, also Skalarprodukt würde heißen, naja, ich schreibe ein allgemeineres Skalarprodukt hin und dann kommt die Norm halt noch mit raus. Das geht bei denen nicht. Und das geht bei vielen Normen nicht. Ja, deswegen gibt es die Unterscheidung. Wir können nicht nur Skalarprodukte nehmen, weil wir auch Probleme haben, wo wir keine Winkel messen können, sondern nur Längen. Ja, das ist sowohl bei der 1-Norm als auch bei einer unendlichen Norm der Fall. Ja, aber es gibt noch viele, viele andere Normen. Und für den R3, ja, da haben wir das euklidische Skalarprodukt, das Standardskalarprodukt, da bekommen wir die 2-Norm raus. Aber es gibt auch da andere Skalarprodukte, die haben auch andere Normen. Das wisst ihr ja auch schon. Wir haben ja noch ein anderes hingeschrieben, eben in R2. Ja, aber es führt nicht zu der unendlichen oder der 1-Norm. Das ist wichtig zu wissen. Okay, ansonsten schreibt gerne noch rein. Ich beantworte gerne alle Fragen.
Ansonsten fange ich hier an, ein bisschen was nochmal zu orthogonaler Projektion aufzuschreiben, wie auch schon im ersten Semester. Also ich sage jetzt, wir haben einen abstrakten Vektorraum V, aber sonst ändert sich eigentlich nichts. Wir haben immer noch einen Unterraum in dem, also eine Teilmenge, die ein Unterraum ist. Also wieder ein Vektorraum. Und jetzt ist die Frage, können wir jetzt nochmal projizieren auf diesen Unterraum? Und das können wir nur, wenn wir ein Skalarprodukt haben. Das heißt, hier würden wir ja schon sagen, V muss ein Skalarprodukt haben. Also können wir wieder mit unseren spitzen Klammern aufschreiben. Skalarprodukt. Ja, und jetzt haben wir einen Vektor x in V und den wollen wir projizieren. Das Bild sieht aus, wie schon gesagt, wie im letzten Semester. Das hier ist mein Vektor x. Das hier ist symbolisch unser Unterraum U. Ja, der ist jetzt ein bisschen versetzt, aber das könnt ihr euch trotzdem vorstellen. Das ist ein Vektorraum, also den könnt ihr euch linear vorstellen. Im einfachsten Fall wäre eine Linie und unser V wäre halt die Ebene hier. Im Allgemeinen ist das nicht so, aber denkt euch einfach, wir schauen so von der Seite, dass das Bild irgendwie passt. Was wir rechnen, funktioniert immer, aber die Vorstellung ist vielleicht so am einfachsten. Genau, orthogonale Projektion würde jetzt wieder heißen, okay, schaut, zerlegt den Vektor in zwei Komponenten. Die eine Komponente steht senkrecht auf U und die andere, ja, vielleicht mache ich das mal wirklich senkrecht, das ist ein bisschen schief geworden. So, die steht senkrecht da drauf und die andere liegt in U. Ja, sollen wir noch ein paar Farben verwenden? Ich glaube, das ist sinnvoll. Was haben wir noch? Nehmen wir mal hier Orange. So, das ist die Komponente in U. Ja, die kann man jetzt P nennen, aber wenn man keinen neuen Buchstaben will, dann sagt man einfach das X-Pfeil nach unten auf U und macht genau das, was wir wollen. Das ist die orthogonale Projektion auf U, ja, bezüglich des Skalarproduktes, das gegeben ist. Ja, da die Winkel abhängen vom Skalarprodukt, hängt auch die orthogonale Projektion vom Skalarprodukt ab. Ja, das ist wichtig jetzt zu wissen, weil hier in der Notation taucht ja gar kein Skalarprodukt auf. Also implizit ist das hier mit drin und auch so müsst ihr die Fragen beantworten. Das ist die orthogonale Projektion auf U bezüglich des Skalarproduktes. So, und das hier ist die Normalkomponente und die können wir jetzt genauso bekennzeichnen, nur sagen, okay, das ist auf U orthogonal projiziert. So, Normalkomponente. Normalkomponente und hier unten haben wir die orthogonale Projektion. So sieht unser Bild aus. Und jetzt ist die Frage, wisst ihr, wie man die berechnet? Ja, wir machen ein Beispiel, aber erstmal die Frage an euch. Was macht man, um es zu berechnen? Basis finden geht schon mal in die richtige Richtung. Wir brauchen eine Basis von U. Und sagen wir jetzt, wir haben jetzt eine Basis von U. Und Gram-Schmidt, sehr gut. Gram-Schmidt Matrix aufstellen, auch sehr gut. Perfekt. Ich schreibe das mal auf, weil das sind eigentlich zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Und je nach Problem oder je nachdem, was schon gegeben ist, ist das eine schneller oder das andere. Und je nachdem, was man noch ausrechnen will, macht man das eine oder das andere. Also von daher, beide sind genauso gut. Und es ist egal, was ihr in der Klausur macht. So. Okay, sehr gut. Ja, passt. Das gefällt mir gut. Also die ersten sagen, wir machen einfach Gram-Schmidt. Wenn wir Gram-Schmidt machen, bedeutet das, dass wir eine Orthonormalbasis für U rausbekommen oder kurz O und B. Gram-Schmidt-Verfahren. Klar, also das ist mit Sicherheit eine Klausuraufgabe, in welchem Kontext auch immer. Das andere ist die Gram'sche Matrix, nicht die Gram-Schmidt-Matrix, wir nennen es nur die Gram'sche Matrix, aufstellen und ein Gleichungssystem lösen. Okay, für beides braucht ihr aber erstmal eine Basis von U, das stimmt. So, hier bekommt ihr eine Orthonormalbasis raus für U. Und hier bekommt ihr einfach nur die orthogonale Projektion heraus. Das heißt, wenn ihr nur eine orthogonale Projektion ausrechnen wollt, dann geht das meistens schneller. Wenn ihr mehrere ausrechnen wollt oder wenn ihr eine O und B später sowieso noch braucht, dann macht natürlich Gram-Schmidt. So, das wäre so meine
Herangehensweise hier. So, gab es sonst noch Fragen, außer dass wir eine Klausuraufgabe machen? Nee, sehe ich jetzt nicht. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen ein kurzes Beispiel mit Gram-Schmidt. Seid ihr dafür? Vielleicht mache ich da auch mal. Berechnen. Genau, ich frage einfach mal generisch hier ab. Sollen wir das machen oder nicht? Okay, die Umfrage ist schon mal gut. Es gibt natürlich welche, die es nicht sehen wollen, weil sie es halt schon ordentlich gerechnet haben. Ja, wir machen es mit Funktionen. Das ist ein guter Vorschlag. Okay, dann Verfahren 1. Soll ich es nochmal kurz erklären, wie es vorgeht? Also, ja, wie das Vorgehen abläuft. Vorgehen wie in LA1, nur jetzt abstrakt. Also, ihr könnt im Skript nachschauen, wie das Verfahren geht. Wir machen jetzt ein Beispiel, aber wenn ihr es allgemein haben wollt, ja, schaut bitte im Skript nach. Vielleicht schreiben wir es mal. Den ersten Schritt kann ich mal aufschreiben. Also, wenn ihr eine Basis U1 bis von mir aus UN habt, dann definiert ihr den ersten Basisvektor, indem ihr ihn normiert und dann projiziert ihr jeweils drauf. Das heißt, der nächste V2 werdet ihr ausrechnen. Projektion und dann abziehen. Das gibt euch die orthogonale Komponente, also so wie bei dem Bild von links hier. Ja, ihr rechnet das hier aus. Das ist der Teil hier. Das ist der orange Teil. Und dann habt ihr abgezogen, kommt ihr den grünen Teil. Ja, auch das mal jetzt nochmal ganz kurz skizzenhaft hin. Ja, das ist V2, indem ihr halt dieses U2 projiziert auf den alten, ja, auf den einen W1 schon. So. Okay, das heißt, der ist noch nicht normiert, das V2, das heißt, das wäre der nächste Schritt. Okay, V2 muss noch normiert werden und dann geht es so weiter und so weiter. Ich will das Verfahren jetzt nicht komplett aufschreiben, weil ja, wie gesagt, haben wir in LA1 gemacht. Ich habe es da ordentlich an die Tafel geschrieben. Da könnt ihr es gerne nochmal in der Hörsaalübung anschauen. Ansonsten steht es auch im Skript. Ja, also das sieht genauso aus. Und jetzt machen wir ein Beispiel mit Funktionen. Oder gibt es noch Fragen? Wann du was nimmst? Ach, zu eben dem zwei Möglichkeiten. Es geht beides. Das war meine Grundaussage. Es ist egal, was man macht. Gram-Schmidt bietet sich aber an, wenn man sowieso die O und B, die man rausbekommt, nochmal braucht. Gram'sche Matrix würde schneller gehen, wenn man sie sowieso nicht mehr braucht. Das ist eigentlich alles. So, Beispiel. Ja, deswegen würde ich meistens Gram-Schmidt empfehlen, weil man nie weiß, wann man die nochmal braucht. Aber in der Klausur sehe ich es ein, dann macht man natürlich das, was einem einfacher fällt. Ja, aber auch da aufpassen, wenn ihr sie nochmal braucht, die O und B, dann hilft die Gram'sche Matrix nicht wirklich. So, was nehmen wir für Funktionen? Ich würde sagen, wir nehmen die Polynome. Also, das ist V, ist der Polynomraum. Und Skalarprodukt machen wir mal so ähnlich wie eben. Wir nehmen das Integral, weil da muss man ein bisschen was rechnen. Und das ist ein Skalarprodukt. Dass das 1 ist, könnt ihr mir jetzt glauben, ihr könnt es aber auch nachrechnen. Die drei Eigenschaften, die ich aufgeschrieben habe, sind leicht zu überprüfen. Ja, symmetrisch seht ihr direkt, das könnt ihr austauschen. Und das andere seht ihr auch ziemlich schnell. Okay, nehmen wir mal einen Unterraum. Und zwar nehmen wir noch den, der von den ersten drei Monomen aufgespannt wird. Also M0, M1, M2. Ja gut, das erste heißt M0, aber anstatt Basis mit 1 anzufangen, fangen wir jetzt halt bei 0 an zu zählen. Ich glaube, das macht jetzt nicht so einen Unterschied. So, die Frage ist: Ist das eine ONB von U? Also, ich schreibe es mal ordentlich hin. Ist M0, M1,
M2 als Basis, eine und B von U. Was ist, wenn wir Vektoren und ein Skalarprodukt in der Aufgabenstellung haben? Ja, genau das haben wir doch. Wir haben ein Skalarprodukt und wir haben Vektoren. Die Frage ist, ist das hier eine O und B von U? Das sind Vektoren. Das ist nämlich das Monom 0, das erste und das zweite. Also die konstante Funktion 1, die Funktion, die x auf x schickt und die Funktion, die x auf x Quadrat schickt. So. O und B heißt aber bezüglich dieses Skalarproduktes. Bezüglich Skalarprodukt von oben. Ansonsten gibt der Begriff O und B keinen Sinn. Es braucht immer ein Skalarprodukt. Ja, weil nur so können wir überhaupt Orthogonalitäten messen. Okay, ich kann schon mal sagen, es ist keine O und B. Deswegen können wir mit Gram-Schmidt eine bekommen. Also nein. Und Gram-Schmidt gibt uns eine. Okay, so, dann machen wir das mal. Versuchen wir es mal schnell zu machen. Ja? Ich versuche immer alles schnell zu machen, weil wir so viele Themen haben, aber es hilft ja auch nicht. Wir können es ja auch nicht einfach weglassen. So, erstmal die Länge, weil wir wollen ja normieren. Ja? Erinnert euch daran, was ich hier links hingeschrieben habe. Ja, da steht U1 durch U1. U1 ist jetzt eben M0. Ja, also normieren wir es erstmal. Erstmal die Länge ausrechnen. Ich schreibe jetzt das Quadrat hin, weil dann sparen wir uns die Wurzel hier aufzuschreiben. Die Wurzel können wir danach noch ziehen. So, m0 eingesetzt ist m0x mal m0x dx. Was kommt da raus? Ja, das könnt ihr mir sagen. (2, 1, 2, 1), okay. Jetzt seid ihr nicht so einig. Okay. 0 sogar. Ne, 0 kann nicht rauskommen, das wisst ihr schon. Sonst wäre es der 0-Vektor. Ja, also hier unten steht nur die 1. Jetzt integriert ihr die 1-Funktion über ein Intervall, was die Länge 2 hat. Dann kommt richtigerweise 2 raus, genau. Okay. Dann ist unser erstes Basiselement und ich sage jetzt mal nicht W1, ich nenne es jetzt auch W0. Dann passt es besser mit dem Index da zusammen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ihr könnt das besser zusammenbringen dann. Also wir normieren den ersten Vektor. M0 normiert. Nun hat W0 Länge 1. Gut, das ist schon mal der erste Schritt. Dann geht es weiter im Gram-Schmidt-Verfahren. Wir machen jetzt die orthogonale Projektion und nennen den Vektor, der rauskommt, W1. Das heißt, wir nehmen M1, ziehen ab, M1 orthogonal projiziert auf W0 und das ist die orthogonale Projektion auf W0. So, das heißt, da müssen wir ein Skalarprodukt ausrechnen und das machen wir mal. Das ist jetzt minus 1 bis 1, M1x. W0x. So, W0 wissen wir, das ist 1/2 Wurzel 2. M0 und M0 ist nur die 1-Funktion, das heißt, was hier steht, ist einfach nur M1 und das ist x. So. Gut. Was kommt hier raus? Das kriegt ihr jetzt hin. Nee, nicht Wurzel 2. Es muss eine Zahl rauskommen, ja? Weil es ist ein Skalarprodukt. Ein Skalarprodukt gibt uns immer eine Zahl. Könnte eine komplexe Zahl sein, aber hier sind wir in R, also wird eine reelle Zahl bleiben. Die linke Seite aktualisieren, ja, gerne. So. Ja, also die meisten haben es jetzt. Es kommt 0 raus. Ja, es ist wieder eine ungerade Funktion. Ja, das ist das gleiche wie der Cosinus mal Sinus von eben.
Ungerade Funktion ist völlig egal, was da drin steht. Von minus 1 bis 1 muss 0 herauskommen. Aber ihr könnt es natürlich auch ausrechnen, weil die Stammfunktion kriegt ihr jetzt hin. Okay, das heißt, die stehen schon orthogonal. Das heißt, was hier rauskommt, ist einfach M1. So, das ist vielleicht was jemand vorhin meinte. Das war dann schon mal sehr gut. Gut, M1 ist nicht normiert. Das heißt, für unser W1 müssen wir jetzt eben M1 noch normieren. Gut, für die Norm müssen wir wieder ein Skalarprodukt ausrechnen. Also wieder ja, x Quadrat. Also das lassen wir jetzt mal weg. Das kriegt ihr hin. Dann kommt halt Wurzel 3 halbe raus mal m1. So, das ist unser w1. Ja, also wir müssen ausrechnen m1 Quadrat und dann haben wir wieder Skalarprodukt und so weiter. So, die Rechnung habe ich jetzt übersprungen, weil wir wollen ja noch so viel machen. Ihr kennt das Problem mittlerweile. So, gut. Dann sind wir bei W1. Jetzt kommt noch der letzte Schritt. Das nennen wir jetzt mal V2. V2 wäre M2 minus jetzt orthogonale Projektion in Richtung von dem ersten, also W1, und dem nullten. Also auf alle vorher. Das ist, was Kram-Schmidt immer macht. Okay, das heißt, wir haben wieder zwei Skalarprodukte. Das hier wäre jetzt das Skalarprodukt mit M2 W1. Also alles eingesetzt. Das ist ja x² mal Wurzel 3 halbe x dx. Auch wieder ungerade, also 0. Und hier haben wir ja, Skalarprodukt M2 mit W0. W0 war konstant. Also hier steht nur dieser Faktor 1 durch Wurzel 2. Also müsst ihr hier nochmal integrieren, aber da kriegt ihr die ein Drittel raus. Also wird das hier 2/3 mal diese 1 durch Wurzel 2. So, auch da Integration überspringe ich jetzt relativ schnell, weil das nicht das Problem sein darf. Ja, hier muss die lineare Algebra irgendwie rein. Okay, das packen wir alles zusammen. W1, erinnert euch daran, ist das da. Das heißt, da kommt jetzt die Wurzel nochmal vor. Deswegen können wir das schon mal schreiben als, jetzt muss ich aufpassen. Das ist 0, sorry, da steht ja gar nichts, das ist also minus 0. Und was ich meinte, war hier, das W0, da müssen wir die Wurzel nochmal reinpacken. Also hier steht dann 2/3 mal 1 durch Wurzel 2 mal 1 durch Wurzel 2, W0 und W0 war einfach, ja das hier, also M0. 1 durch Wurzel 2 mal M0 war das W0, ja, also so meinte ich das. So, jetzt haben wir das hier minus das da, also steht hier M2 minus 1/3 M0. Ja, weil die 2 kürzt sich halt raus hier mit den zwei Wurzeln. Sehr schön. Also, das ist doch schon mal lustig. Es kommt jetzt ein neues Polynom raus. Und jetzt haben wir das orthogonalisiert und jetzt müssen wir das nur noch normalisieren, also nochmal durch die Länge teilen. Also, was noch zu berechnen wäre die Norm. V2 zum Quadrat, was jetzt ein Integral ist von, naja, jetzt müssen wir halt alles einsetzen, m2 minus 1/3 m0, ja, wenn ich es ordentlich mache, müsste ich da ein x hinschreiben, also m2 von x minus 1/3 m0 von x zum Quadrat dx. Integral lösen, bitte machen, und ich habe das gemacht und es kommt raus 8. 45. Auch das könnt ihr gerne rechnen, aber will ich überspringen, dass wir noch Zeit haben für den ganzen Rest. So. Okay, jetzt haben wir es fertig. Jetzt können wir nochmal W2 definieren als V2 dividiert durch die Norm. Und dann ja, kommt halt ein Element raus, dass wir 45. Achtel, die Wurzel davon. M2 minus 1/3 M0. Gut. Fragen. Wir haben jetzt eine O und B erzeugt. W0, W1, E2 ist O und B von U. Okay, keine Fragen?
Alles klar soweit? Okay, ansonsten gerne reinschreiben. Vielleicht jetzt nochmal, wenn ihr jetzt projizieren wollt, also Polynom Q in V, orthogonale Projektion auf U, könnt ihr jetzt ausrechnen. Von Q auf U, klarerweise bezüglich unserem gegebenen Skalarprodukt. Und wir schreiben es als Q, unser Pfeil U. Und jetzt können wir es ausrechnen. Wir setzen einfach Q ein und das steht hier halt W0, W0 plus Q, W1, W1 plus Q, W2, W2. Also die Skalarprodukte muss man wieder ausrechnen. Beim Normieren nimmt man nicht hoch 2. Hier steht nicht hoch 2. Das ist hoch 1. Beim Ausrechnen vorher nehme ich hoch 2, damit ich hier keine Wurzel habe und erst am Ende ein Ergebnis habe, um dann die Wurzel zu ziehen auf beiden Seiten. Es spart nur Schreibarbeit. Also du kannst natürlich gerne hier die Wurzel über mitziehen, aber stört halt nur. Deswegen einfach ein Quadrat ausrechnen und am Schluss die Wurzel ziehen macht es deutlich komfortabler, würde ich sagen. Aber das ist Geschmackssache. Ich hab's richtig aufgeschrieben, ja? Also da habe ich das Quadrat ausgerechnet, aber hier steht plötzlich die Wurzel, weil ich die Wurzel hier gezogen habe. Ja, okay. Wenn das nicht klar ist, gerne nochmal fragen. Okay, ich will jetzt nicht noch ein Beispiel rechnen, von daher lassen wir das gut sein. Es sei denn, ihr wollt noch was sehen. Dann sagt Bescheid. Ich sehe keine weiteren Fragen im Chat, von daher gehe ich davon aus, dass alles klar ist. Warum ist das jetzt bei Q immer Plus? Hier das Plus meinst du? Also, das ist jetzt wirklich die orthogonale Projektion, wenn wir die O und B haben. Was wir vorher gemacht haben, deswegen stand da ein Minus, war, dass wir die Komponente abgezogen haben, um die Normalkomponente zu bekommen. Also, ich scroll hier gerne noch auf der linken Seite nochmal hoch. Wir wollten ja eine O und B erzeugen. Das heißt, wir haben zwar das Orange ausgerechnet, mit Plus dann, aber ziehen es dann von dem Originalvektor ab, um die grüne zu bekommen. Ja, deswegen sieht das jetzt anders aus, aber das ist das gleiche Prinzip. Wenn wir eine O und B haben, können wir orthogonal projizieren durch die Summe von den einzelnen Projektionen. Da brauchen wir Orthogonalität. Auch das haben wir schon im ersten Semester gemacht. Ja, ich sag's immer wieder gerne, wir haben da viele Hörsaalübungen gemacht. Ihr könnt euch die nochmal anschauen, wenn Sachen immer noch unklar sind von damals. Ja, die wiederholen sich jetzt wieder sehr ähnlich, wie ihr seht. Also wenn ihr es schon verstanden habt, dann ist das vielleicht kein Problem. Wenn ihr es damals schon nicht so richtig verstanden habt, dann ist es natürlich jetzt noch schwieriger. Von daher springt gerne immer wieder zurück. Und dann fragt mich hier, was immer noch unklar ist. Okay, so, ich scroll hier wieder runter und mache jetzt das nächste Thema auf, weil wir haben ja noch, ja gut, wir haben die meiste Zeit jetzt schon für diese Skalarprodukte beansprucht. Aber das andere wichtige Thema war ja diese Darstellungsmatrizen, die ihr sehen wollt. Aber um die wirklich zu machen, müssen wir erst über lineare Abbildungen reden. So, auch kein neues Thema. Auch das haben wir schon im letzten Semester gemacht, aber halt nur für den R hoch n oder R hoch m. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal wieder im abstrakten Rahmen. Und ich sage immer abstrakt. Abstrakt meine ich halt den allgemeinen Rahmen. V und W können jetzt halt irgendwelche Vektorräume sein. Also sogar K-Vektorräume. Was aber wieder nur heißt, schau dir entweder den reellen Fall an, also R hoch n, oder den komplexen. C hoch n zum Beispiel, ja, kann auch was anderes sein, aber vielleicht denkt ihr erstmal an die zwei Spezialfälle. Gut, lineare Abbildung ist etwas, was wir öfter mal L nennen, ja, für linear, aber das ist eine Abbildung von V nach W. Also bis dahin noch recht kompliziert. Ist einfach nur, ja, ihr könnt es auch Funktionen nennen, aber wir sagen eher Abbildung, weil die Werte sind halt wieder Vektoren. So, die heißt linear. Und auch wie schon vor einem Semester. Linear heißt strukturerhaltend, lineare Struktur erhalten.
Die Struktur des Vektorraums ist addieren, skalieren. Ja? Nicht mehr, nicht weniger. Und die Struktur wird erhalten, wenn wir von links nach rechts gehen. Und deswegen haben wir das, was additiv und homogen heißt. Die additive Struktur wird erhalten. Es ist egal, ob ihr zuerst addiert und dann abbildet oder umgekehrt. Und genauso mit der skalaren Multiplikation. Also Lx plus y bedeutet, du kannst das Plus herausziehen. Und die 0 in 0 ergibt sich aus der Homogenität. Aber ein guter Punkt, ja, könnte man auch fordern. 0 muss in die 0 abgebildet werden, weil der 0-Vektor ist der besondere Vektor im Vektorraum. Das folgt aus der B-Eigenschaft, deswegen schreibt man den jetzt nochmal auf. Könnte man aber. Wäre auch gar nicht so verkehrt, um das direkt zu sehen. Ja, also könnte man aufschreiben, aber hier sieht man es. Wenn das der Nullvektor hier ist, dann kann man Alpha als 0 wählen und dann steht hier auch 0. Weil das gilt jetzt wieder für alle x, y in v und Alpha in k. Okay, grob könnt ihr sagen, lineare Abbildungen schicken wieder Linien auf Linien. Ja, die Linien können auch auf einen Punkt zusammenschrumpfen. Das kann leider passieren, aber so, was vorher gerade war, bleibt gerade. Es wird nicht plötzlich gekrümmt. Ja, so kann man sich Linearität vorstellen, weil die Struktur halt erhalten bleibt. Und Vektoren kennen halt nur eine gerade Linie und keine gekrümmten Kurven dazwischen. Und von daher seht ihr schon, linear ist auch eine starke Forderung. Das ist also eine allgemeine Funktion, die ihr hinschreibt, wird nicht linear sein, aber zwischen Vektorräumen hätte man gerne diese Bedingung, damit man halt die Struktur erhält. Dass man, was man links rechnet, auch nach rechts übertragen kann und unter Umständen auch umgekehrt. Okay, machen wir ein paar Beispiele, um da ein bisschen reinzukommen. Und dann machen wir, ich sag's immer wieder, wir machen noch die Darstellungsmatrizen, keine Sorge. Aber es bringt alles nichts, wenn wir nicht die Begriffe definiert haben. So, wir haben jetzt eine Abbildung von Rn nach Rm, also so wie im ersten Semester. Und jetzt haben wir eine Matrix A mit A in Rm Kreuz N. So, ist die linear? Na, vielleicht ganz schnell im Chat. Ja, also das war schon mal eine Antwort. Die ist linear. Mit einer Matrix wisst ihr schon, dass die Bedingungen erfüllt sind. Das haben wir auch schon im letzten Semester gesehen. Das ist so das Standardbeispiel für eine lineare Abbildung. Ja, gegeben durch eine Matrix. Und das führt auch schon nachher zu unseren Darstellungsmatrizen. Weil wir wissen, zwischen Rn und Rm kann man alles mit einer Matrix aufschreiben, was linear ist. Warum machen wir das nicht auch für unsere abstrakten Vektorräume? Das macht das Leben doch einfacher. Und genau das passiert gleich. Ich schreibe es nochmal zur Vollständigkeit hin, wenn das vielleicht neu ist. Wenn wir jetzt Cn nach Cm abbilden, dann können wir genauso das als Matrix aufschreiben. Also, wenn wir dann eine Matrix A nehmen, ist das immer noch linear. Ja, also linear. Das ist auch linear. Ja, für die, die es interessiert, es gibt einen Unterschied zwischen linear in einem R-Vektorraum oder linear in einem C-Vektorraum. So, das seht ihr natürlich in der Definition. Sind die Skalare, mit denen wir skalieren, halt reelle Zahlen oder komplexe Zahlen? Deswegen ist das eine andere Bedingung, wenn wir in den komplexen Zahlen rechnen, als in den reellen. Ja, aber es macht das Gleiche. Es erhält unsere Struktur. Aber es ist entweder, erhält die C-Vektorraumstruktur oder die R-Vektorraumstruktur. Also links sollte immer, links und rechts sollte das gleiche K verwendet werden. Okay, das reicht vielleicht schon mal dazu. Machen wir mal ein Beispiel, was ein bisschen komplizierter ist. Nehmen wir mal L von unserem Polynomraum in den, ja, in die reellen Zahlen. Also nehmen wir mal einen R-Vektorraum. Was ist jetzt LP? Und dann setzen wir in das Polynom die 0 ein. So, ist das linear? Und da bietet sich wieder eine schöne Umfrage an. Ist das linear? Sehr schön, das machen wir. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Oh, okay. Gemixte Resultate hier. Okay.
Okay, ich brauche euch das nicht zu zeigen. Also, es ist tatsächlich gemixt. Es gibt hier alles. viele sagen, wir haben gar keine Ahnung. Und das ist natürlich ein Problem. Das hier ist nämlich auch eine lineare Abbildung, weil wir setzen ja nur einen Punkt ein. Das heißt, die zwei Eigenschaften könnt ihr direkt überprüfen. Was heißt denn L von P plus Q? Ja, also unser abstrakter Vektor ist jetzt halt ein Polynom P und ein Polynom Q. Ja, was heißt das? Naja, das heißt, wir setzen in die Funktion P plus Q die 0 ein. Naja, was heißt die 0 einsetzen, wenn wir zwei Funktionen addieren? Das heißt natürlich nichts anderes, als dass wir die Funktionswerte addieren. Also P von 0, Q von 0. So haben wir die Addition von Funktionen eben definiert. Gut, und das auch schon alles hier, weil da steht, seht ihr jetzt schon, das ist natürlich jetzt L von P plus L von Q. Also additiv gar kein Problem. Genauso geht es auch mit der, ja, mit der Skalarmultiplikation. Okay. Ich muss das jetzt ein bisschen schneller machen. Tut mir leid, ich würde gerne noch ganz viele Sachen hinschreiben, wie man es beweist und so weiter, aber ich will jetzt noch ein letztes Beispiel machen. Und dann machen wir die Darstellungsmatrizen. Norm auf V. So, Norm haben wir schon kennengelernt. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt eine Abbildung nehmen von V nach R, also wie eben. Ja, wohlgemerkt, das war ein Vektorraum. R ist halt ein eindimensionaler Vektorraum. Deswegen können wir da auch nach Linearität fragen. So, jetzt die Frage hier, ist das linear? Auch das machen wir nochmal als Umfrage. Relaunch. So. Ja, ungern will ich überziehen, aber wir müssen es wahrscheinlich. Und ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die früher gehen müssen, aber ich nehme es hier auf. Deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen überziehen. Aber es sollte keine Überhand nehmen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen klarer. Die meisten wissen, dass es keine lineare Abbildung ist. Finde ich schon mal sehr gut. Wie sieht's aus? Auf was bezieht sich das ungern? Wie sieht das aus mit der Begründung hier? Warum ist das nicht linear? Dreiecksungleichung bei Norm sagt ja nicht, dass es keine Gleichheit ist. Die Dreiecksungleichung sagt ja nur, dass es mindestens mal nach oben diese Ungleichung gibt. Es könnte auch eine Gleichheit sein. Aber hier, das wird nie eine Norm, das wird nie ein Linear sein, egal welche Norm wir wählen. Ja, also ich würde nicht mit der Additivität argumentieren, ich würde direkt mit der Homogenität. Genau. Also mit der Homogenität ist es einfach zu argumentieren, weil das bei jeder Norm so ist, dass wenn wir Alpha rausziehen, dass die mit dem Betrag rauskommt. Und bei der Linearität, da muss das Vorzeichen, wenn wir jetzt in R sind, mitkommen. Ja, das geht verloren bei der Norm. Ja, deswegen B ist verletzt. Also nein. B ist verletzt hier. Ja, man kann sich direkt ein Gegenbeispiel hinschreiben, aber wenn wir so abstrakt argumentieren hier, dann wissen wir, das geht jetzt halt für jede Norm schief, solange der Vektorraum halt ja, mehr als der Nullvektor ist. Okay, so. Dann machen wir. Sollen wir noch was zur Verkettung sagen? Ja, vielleicht ganz gut. Also, B ist verletzt, weil wir bei der Norm halt den Betrag rausziehen würden. Also L von minus 1 x ist die Norm von minus 1 und das ist eben x und das ist L von x und sollte aber minus L von x sein. So, das könnte gut gehen, aber im Allgemeinen falsch. Also im Allgemeinen wäre hier das nicht minus L von x. Okay, so. Verkettungen von linearen Abbildungen sind wieder linear. Das können wir vielleicht nochmal kurz aufschreiben. Also wenn ihr jetzt ein Beispiel habt mit, und jetzt sehe ich schon die Zeit weglaufen.
Aber wenn wir jetzt ein Beispiel haben mit L1 von P3 nach R und von mir aus L2 von P4 nach P3, das sind jetzt die Polynome mit Höchstgrad 3, Polynome mit Höchstgrad 4. Also ihr wisst schon mal, was das bedeutet. Das sind wieder Polynome, also abstrakt genug. So, das ist L1 von eben. Und jetzt nehmen wir mal L2 als Differentialoperator. Die Ableitung von dem Polynom, was linear ist. Ja, Ableitung ist linear. Also wenn ihr ableitet habt, ist es immer ein linearer Ausdruck, weil ihr die Summenregel habt. Und ja, wir können das jetzt von mir aus auch Faktorregel nennen beim Ableiten. Also die Homogenität ist auch erfüllt. Also alles gut. Beides sind lineare Abbildungen. Das eine haben wir eben kurz gecheckt. Das andere glaubt ihr mir jetzt und nehmt ihr aus der Analysis mit. Und was wir nun haben, ist, dass die Verkettung. Und ich versuche nochmal die Seite zu updaten. So. Die Verkettung ist wieder linear. Also jetzt der eine Raum wäre hier P4, dann wäre hier P3 und hier wäre R. Ja, gut, dann kommt hier halt L2, hier kommt L1 und die Verkettung wäre eine neue lineare Abbildung L1 Komposition mit L2. Also erst L2, dann L1. Wir lesen von rechts nach links. Können wir von mir aus K nennen. Dann ist K von P4 nach R wieder linear. Ja, also merke, Verkettung von linearen Funktionen ist wieder linear. Von linearen Abbildungen, das soll ich richtigerweise sagen, ist wieder linear. So, das ist wichtig, um neue lineare Abbildungen halt zu bilden. Okay, so, dann machen wir weiter. Und zwar wisst ihr jetzt, linear ist eine sehr starke Eigenschaft, weil linear bedeutet, ihr schickt Linien auf Linien. Also wenn ihr den Raum aufspannt mit Basiselementen, dann ist die Abbildung festgelegt, wenn ihr wisst, was die Abbildung auf den Basiselementen macht. Ja, also machen wir auch mal ein Beispiel. Ja, also starke Eigenschaft. Basiselemente reichen schon. Also nehmen wir mal von mir aus P2 nach R und L von P ist P die 1 eingesetzt. Gut, dann rechnen wir mal aus. Was kommt hier raus? Wenn ich jetzt ein allgemeines Polynom nehme von P2, A1, M1, also das sind die Koeffizienten, A0, M0. Was kommt dann raus? Ist noch jemand da, der das sagen kann? Naja, gut. Also wenn wir die 1 einsetzen in M2, das ist x Quadrat, dann steht da halt 1 Quadrat. Also kommt hier auch wieder a2 raus plus hat die 1 in x eingesetzt, also a1 plus a0. Okay, also nicht so kompliziert. Wir müssen nur die Abbildung verwenden. Gut, das gleiche können wir aber jetzt hier machen. Also das gleiche, wir können jetzt sagen, ja, das ist eine lineare Abbildung. Wir können also Plus rausziehen und die Faktoren. Also steht hier M2 und das A2 davor plus A1 L M1 plus A0 L M0. Das ist das gleiche. Oder anders gesagt, wenn ihr wisst, was hier drauf passiert, also wenn ihr wisst, welche Zahlen hier rauskommen, dann wisst ihr auch, was für ein allgemeines Polynom rauskommt. Ja, in dem Fall wisst ihr jetzt auch, das hier muss 1 sein, das muss 1 sein, das muss 1 sein. Ja, also wenn ihr eine Abbildung, eine lineare Abbildung gegeben habt und wisst, was auf der Basis passiert, dann wisst ihr alles. Ja, also bei drei Basiselementen wie hier braucht ihr also nur drei Bilder anzugeben, um die ganze lineare Abbildung festzulegen. Okay, und das ist auch schon die Idee für die Darstellungsmatrizen. Und pünktlich zum Ende der offiziellen Zeit fangen wir damit an. Und weil wir damit angefangen haben, müssen wir es noch fertig machen. So.
Wohlgemerkt, weil wir eine Übersetzung jetzt haben. Wir können die lineare Abbildung auf der Basis anschauen, was die lineare Abbildung eben komplett festlegt. So, ich bringe das nochmal rüber. Und ja, ihr seht alles. Gut, ich male nochmal ein Bild. Wir haben jetzt hier nochmal unseren abstrakten Vektorraum V. Da haben wir eine Basis gegeben, die wir von mir aus B nennen. Ja gut, Basis B ist B1 bis ja, Bn. Dann kommt unsere lineare Abbildung L. Und dann ist hier rechts ein anderer abstrakter Vektorraum W. Der hat eine Basis C. Und da soll ich die Klammer zumachen. Und die Basis C ist jetzt halt eben C1 bis Cm. Gut. So, jetzt habe ich genug Platz hier. Jetzt haben wir letztes Mal schon gelernt, dass wir das übersetzen können in einen konkreten Vektorraum Kn mit unserer Koordinatenabbildung. Ja, die habe ich mit dem Index oben B genannt. Die habt ihr im Skript jetzt aber auch als Name Coordinate oder Coordinate B bezeichnet. Ja, die braucht jetzt mal einen Namen. Also vorher hat sie nicht so einen richtigen Namen gebraucht, aber jetzt brauchen wir mal einen. Aber das war die Übersetzung. Mit der Basis können wir ja, V auf den Kn abbilden. Und das Gute war, die ist linear. Diese Übersetzung. Okay. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Übersetzung von der Basis in den Km. Auch die ist linear. So kann ich das nochmal schreiben. Das ist Chord C. Auch die ist linear. Und das heißt, wir haben jetzt hier unten auf der Ebene eine Abbildung von Kn nach Km. Also eine, sowas wie im ersten Semester von Rn nach Rm. Und da haben wir eben kurz nochmal aufgeschrieben, das kann man als Matrix aufschreiben. Also, das wäre jetzt die Komposition von linearen Abbildungen. Also, ich schreibe es nochmal ordentlich auf. Das wäre Koord C nach L nach der Inversen von B. Also, wir gehen von hier, also ich hoffe, ihr seht das. Wir gehen von hier darüber, dann darüber und kommen hier wieder an. Das ist die Komposition. Die ist linear. So, und das hat eine Matrix. Also es gibt eine Matrix hier und die zugehörige Matrix können wir jetzt, ja, also das wäre jetzt nicht komplett gleich. Ja, ich schreibe es ordentlich hin. Also das hier ist eine Abbildung und wenn wir ein Element einsetzen, ein Vektor, ja, der Vektor wäre jetzt halt n-komponentig, nennen wir einfach nur mal x. X eingesetzt ist das gleiche wie eine Matrix. Und diese Matrix nennen wir L CB, also von B ausgehend in C. So, das ist unsere Darstellungsmatrix. So, das kurz zu dem Bild. Wir übersetzen die Vektoren durch unsere Koordinatenvektoren, aber wenn wir die Vektoren übersetzen, dann können wir auch die komplette lineare Abbildung übersetzen. Weil die ist ja festgelegt, was sie mit Vektoren macht. Und damit bekommen wir eine neue lineare Abbildung unten auf dem Übersetzungslevel, die wir einfacher handhaben können, weil sie zwischen Kn und Km stattfindet. Also, wir können eine Matrix aufschreiben. So, und jetzt wäre die Frage an alle, die noch da sind. Und es sind noch überraschend viele da, von daher bin ich schon mal ganz zufrieden. So, nochmal neu. Einmal rüberbringen, dann haben wir das Bild, was ich immer wieder brauche, da. Sehr gut. So, ihr seht das Bild. Jetzt könnt ihr mir die Frage beantworten, wie bekommen wir die erste Spalte von der Matrix? Erste Spalte von Matrix. Also wie bekommen wir die erste Spalte. So, soweit war ich noch gar nicht. Also ich habe es jetzt auch schon hingeschrieben, ja, weil ich jetzt einfach schnell bin. Die erste Spalte kriegen wir, wenn wir den ersten Einheitsvektor drauf anwenden. Und dann kommt genau das raus, was ihr hingeschrieben habt. Aber wenn ihr den ersten Einheitsvektor drauf anwendet, kommt natürlich die erste Spalte der Matrix raus. Und jetzt können wir nochmal übertragen, was wir vorher gelernt haben. Das startet hier, dann übersetzt es das in die Matrix.
in unseren abstrakten Vektorraum V. Also ich schreibe es nochmal ordentlich hin. Die Koordinatenübersetzung C, L, Koordinatenübersetzung rückwärts von 1, 0, 0, 0. So. Der erste Schritt, der hier passiert, ist, es wird übersetzt in, naja, erster Vektor wird auf B1 geschickt. So war die Übersetzung definiert. So, das heißt, das hier wird übertragen, es bleibt immer noch von L und dann kommt jetzt hier eben B1. So, wenn da B1 steht, dann ist das jetzt die Koordinatenübersetzung von dem Bild von B1. Und das lebt jetzt hier. Und jetzt schreiben wir das in den Koordinaten von C. Und da haben wir eine neue Notation, die wir, eine neue, also die Notation, die wir schon immer nehmen, mit C oben mit dem Index. So, das heißt, die Darstellung von dem Bild in der Basis C. In kurz, die Darstellungsmatrix sieht eben so aus, dass in der Spalten die Bilder der Basiselemente stehen, aber in der Basis C. Also hier steht B2, C und so weiter bis Bn in C. Okay, so jetzt machen wir mal ein Beispiel da. Wichtig zu wissen ist, die ganze Information von der Abbildung steckt in der Darstellungsmatrix. Ja, das heißt, wenn wir die Basen kennen, B und C, dann bekommen wir aus der Matrix wieder die lineare Abbildung, die abstrakte, komplizierte lineare Abbildung zurück. Okay, sollen wir ein Beispiel noch machen, für die, die noch da sind? Ja, ihr könnt jetzt entscheiden, was noch passiert. Sehr gut, okay, dann machen wir das. Also, machen wir mal Polynomraum wieder. Nehmen wir mal einen kürzeren, also nehmen wir mal P2 nach P1 und nehmen wir das, was wir eben gemacht haben. Wir projizieren x auf P1 bezüglich des Skalarproduktes von eben. Ja, das war minus 1, 1, px, qx, dx. Gut, jetzt nehmen wir uns die Standardbasen in den Polynomräumen. Weil wenn wir ein Beispiel wollen, warum sollen wir mit komplizierten Sachen anfangen? Weil das kennen wir ja schon, wie wir komplizierte Basen übersetzen können. Jetzt geht es ja erstmal darum, wie wir die lineare Abbildung darstellen. So, das ist m0, m1. So. Gut, ich versuche das nochmal rüberzubringen. Okay, das Bild sieht man noch. Das Mikrofon bitte ausmachen. Danke. Sonst höre ich mich doppelt, das ist ganz unangenehm. Okay, was ist L von M0? Ja, sind da noch ein paar da? Also es muss ein Polynom rauskommen. Es muss ein Polynom rauskommen, weil die Abbildung geht vom Polynomraum in den Polynomraum. Ja, sehr gut. Also eine richtige Lösung habe ich gesehen. Es kommt M0 raus, ja, weil das ist ja die orthogonale Projektion auf den kleineren Polynomraum, ja, aber M0 liegt ja in dem. Ja, also Vorstellung wäre wie immer, ja, ihr habt jetzt von mir aus die Ebene und jetzt habt ihr einen Vektor, der in der Ebene liegt. Wenn ihr den orthogonal projiziert auf die Ebene, ändert er sich nicht. Ja, das ist euer Bild. Das ist M0. Gut, dann nächste Frage. Was ist L von M1? M1, sehr gut. Ja, M1 liegt eben auch in der Ebene, also in diesem übersetzten Bild. Ändert sich nicht unter der Projektion. Was sich aber ändert, ist M2. Und das könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Haben wir eben gemacht. Das war ein Drittel M0. Siehe vorher, wie wir M2 orthogonal projizieren. Mache ich jetzt nicht nochmal. Übergehe ich jetzt auch. Das kommt raus. So, das heißt, das sind die Bilder.
Und deswegen ist unsere Darstellungsmatrix, und ich habe hier genug Platz, oder? Ja. Die Darstellungsmatrix können wir jetzt aufschreiben. LCB. Was ist der erste, die erste Spalte hier? Null, sehr gut. Ja, wir übersetzen jetzt das hier mit der Basis C. Das heißt einmal der erste Eintrag, also da steht eine 1, aber 0 mal die M1. Und umgekehrt hier 0 mal M0, aber einmal M1. Und hier ein Drittel, also steht da ein Drittel. Aber 0 mal M2, M1 hier. Ja, das ist die Darstellungsmatrix. Einfach abgelesen. Und dann halt hier entsprechend L M0 zu Basis C ausgerechnet. Was halt 1, 0 ist. Ja, dann muss diese 2 kreuz 3 Matrix rauskommen, weil der hier links war dreidimensional und der ist zweidimensional. Das heißt, die Größe der Matrix müsst ihr direkt da ablesen können. Okay, dazu Fragen. Okay. Ansonsten fragt einfach. Jederzeit. Dann noch ein letztes Bild hier, was gut zum für die Anschauung ist. Ja, das kann man jetzt so wegschieben. Zu viele Fragen, ja. Einfach eine aussuchen und fragen. Die 3M0 war die orthogonale Projektion. Wenn das nicht klar ist, einfach akzeptieren. Die Abbildung definieren wir einfach so. Darstellungsmatrizen mit Ableitung. Können wir auch noch ein Beispiel machen. Finde ich gut. Also ja, für alle, die noch die Zeit haben jetzt. Ansonsten müsst ihr es später nochmal anschauen. Okay, finde ich gut. Machen wir trotzdem noch einen Merksatz vorher, weil die Komposition ja gefragt war. Und mit dieser schönen Basis etc. Also ich habe jetzt hier meine abstrakten Vektorräume wieder. Das ist U, das ist V und das ist W. Das hier hat die Basis B, das hat die Basis C und von mir aus das hat die Basis D. Gut, jetzt haben wir hier eine lineare Abbildung L. Hier haben wir eine lineare Abbildung K. Das heißt, die Komposition, die wir hier haben, ist K komponiert mit L. Also erst L, dann K anwenden. Alles gut. Aber jetzt wisst ihr, wir können hier wieder übersetzen. Also vielleicht machen wir das mal ordentlich hin. Wir können hier wieder übersetzen in unserem K hoch, was auch immer. Hier können wir auch übersetzen, unseren K, was hoch, was auch immer. Und hier auch. Jetzt sind wir wieder auf diesem anschaulichen, schönen Level hier unten und wissen, hier haben wir die Darstellungsmatrizen. Hier haben wir L, B kommt rein, ja, und C kommt raus. Deswegen gibt es die Notation, falls das eben untergegangen ist. Und hier genauso. Machen wir das auch mal in Rot. Das ist jetzt aber K. So, aber K sagt, okay, C kommt rein, die Basis C. Und was rauskommt, ist die Basis D. Okay, und jetzt die Komposition ist einfach das Produkt der Matrizen. Also, oder in anderen Worten, da ist K, Komposition mit L. Ja, die Basis B kommt ja rein und die Basis D kommt raus. Das heißt, wir haben hier Basis B nach Basis D. Und das ist das gleiche wie das Produkt der Matrizen. Und das kann man sich sehr gut merken. Weil hier steht jetzt D und da steht C und hier steht L und C steht hier in der Mitte. Das muss zusammenpassen. Ansonsten ist es falsch. Ja, also das muss zusammenpassen. Weil das muss sich quasi wegheben. So kann man sich das auch gut merken. Ja, die Basis C in der Mitte muss sich wegheben. Und das ist, was man unter Umständen meint, wenn man meint, man geht über eine schöne Basis C. Man geht einen Umweg. Wenn ich die Darstellungsmatrix ausrechnen will, vielleicht ist die ganz einfach und die auch ganz einfach, weil die Basis C schön ist. Und dann muss ich sie nur noch zusammensetzen. Ja, also, wenn wir nur die Darstellungsmatrix von K komponiert mit L wollen, dann können wir das so ausrechnen. Aber vielleicht ist es hilfreich, über die Basis C zu gehen. Wenn die schön ist, weil man die Matrizen einfach hinschreiben kann. Und da machen wir mal ein Beispiel. Also,
Das ist eine Möglichkeit. Und dann machen wir das Beispiel doch direkt, wie sollen wir es machen? Mit Ableitung? Ja, machen wir es mal mit Ableitung. Oh, der Platz ist langsam zu Ende hier. Das heißt, ich habe schon viel zu viel überzogen. Okay, aber das Beispiel machen wir noch für den Abschluss. So. Okay, dann Beispiel. Mit Umweg über C. Okay, die Ableitungen von Polynomraum. Also machen wir mal L. Also in dem Bild, was ihr links seht, L ist jetzt von P2 nach P1 und K ist die Abbildung von P1 nach P2 dann wieder, genau. So, das will ich jetzt als Ableitung. Also nehmen wir das hier mal. Das soll die Ableitung sein. Die reduziert das Polynom. Und das hier ist die Integration. Das bringt uns ein größeres Polynom raus. So, was auch immer das heißt, weil wir können es jetzt ja hinschreiben. Wir können jetzt sagen, okay, was ist denn die Ableitung von der konstanten Funktion m0? 0, genau. Das heißt, einzige sinnvolle Definition hier, wenn das die Ableitung sein soll, wäre 0. Und wohlgemerkt, wir müssen nur die Basis hinschreiben. Was ist m1? M1 ist x, was rauskommt ist 1 und 1 ist m0, das Polynom. Ja? Also hier kommt m0 raus. Und für m2? Ein halb m1, 2m1, genau. Die Ableitung gibt 2x, also 2m1. Sehr gut. Damit ist die Abbildung festgelegt, weil wir nur wissen müssen, was auf der Basis passiert und alles andere setzt sich zusammen. Also L ist jetzt festgelegt durch die ganz einfache Überprüfung. Wir wollten die Ableitung, das ist die Ableitung. Keine andere Wahl. Okay, machen wir Integration bei K. Was ist denn K von M0? Also jetzt die Konstante integriert. Also Stammfunktion. Und das ist M1. Sehr gut. Also das ist auch eine Festlegung, die wir machen können. Und jetzt brauchen wir nur noch M1, weil mehr gibt es in P1 ja nicht als Basis. M0 und M1. So, was integriert? X integriert ergibt ein halb x Quadrat als Stammfunktion und deswegen werden wir hier die Definition ein halb m2. So, und damit ist auch k komplett festgelegt. Okay, jetzt haben wir noch zwei Basen, die ich noch nicht hingeschrieben habe. Hier ist b auf der linken Seite, m1, m2 und c ist von mir aus jetzt auch m0, m1. Wir machen das jetzt mal simpel. Okay, aber jetzt können wir das ausrechnen. Was ist denn K komponiert mit L in der Basis B? Also D gibt es jetzt nicht, das ist das gleiche wie B, weil die rechte Seite eben das gleiche ist wie die linke Seite. So, aber C gibt es trotzdem in der Mitte. Ja, also von B nach B, wir könnten es direkt so komponieren, brauchen wir aber gar nicht. Brauchen wir gar nicht, weil wir wissen ja schon, wir können das Produkt der zwei Matrizen ausrechnen nach dem Bild. Also wir machen einmal Darstellungsmatrix von K. Basis C geht rein, B kommt raus, mal die Matrix zu L. C kommt raus, B kommt aber rein. So, die können wir uns jetzt direkt überlegen, weil die nicht so schwer sind. Und dann können wir sie multiplizieren und dann kommt unser Ergebnis raus. So, und dann ist dann meine Seite auch voll. Okay, was ist die zu K? Ja, da steht da schon 0 mal M0, 1 mal M1, 0 mal M2. Also 0, 1, 0. Okay, dann zu M1, KM1 gibt 0 mal M0, 0 mal M1, aber 1/2 mal M2. Genau, sehr gut. Okay. Dann die zu L, also hier haben wir die Basis C, also nur zwei Elemente, also Spaltenvektoren mit zwei Einträgen. Ja, dann haben wir die 0, das heißt 0 mal M0 und 0 mal M1. Dann haben wir hier einmal M0, aber 0 mal M1.
So, und da haben wir noch 0 mal m0, aber 2 mal m1. Gut, die können wir multiplizieren. Und dann kommt raus 0, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 1. Gut, also ihr seht, ohne die Komposition hinzuschreiben, haben wir jetzt die Darstellungsmatrix herausbekommen. Also wir haben alle Informationen von der Komposition. Und wir sehen, es ist nicht die Identität. Also wir verlieren was, wenn wir erst was wir machen, erst ableiten und dann integrieren. Ja, dann verlieren wir was, nämlich genau, ihr seht es ja hier, die Konstante geht halt verloren. Okay, ich habe lange überzogen, das reicht vielleicht jetzt wirklich. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in den Chat, vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen. Ansonsten sehen wir uns hier in der Hörsaalübung wieder in 2 Wochen. Bis dann.